Zisterzienserväter. Jener Gerig ruft seinen Mönchen im Advent etwas in Erinnerung. Er sagt, die Botschaft der Propheten ist wie frisches Wasser für durstige Seelen. Darin ist die eigentliche Frage verborgen an uns, wenn wir heute erneut von Johannes dem Täufer hören, von seiner Botschaft und wie man sich zu dieser Botschaft verhält. Wir haben schon entdeckt, dass es Jesus wichtig ist, dass man an dieser Botschaft nicht einfach vorbeikommt. Wer zu Jesus kommen will, kann sich an dem Täufer nicht einfach vorbeidrücken. Im Gegenteil, hier wird es positiv ausgedrückt. Alle prophetischen Worte, die gesprochen sind, von denen diese Zeit so voll ist, alle diese prophetischen Worte sind wie Wasser für eine durstige Seele. Die Frage an uns ist, haben wir eine durstige Seele? Oder ist unser Problem, dass sie schon satt ist? Oder ist unser Problem, dass wir eine vergiftete Seele haben, eine verätzte Seele? Man kann den Durst, der im Menschen ist, der mit nichts anderem zu löschen ist als mit Gott selber, man kann diesen Durst mit allerlei Ersatzmitteln zu stillen versuchen. Und dann kommt man eben dahin, dass man an die seichten Tümpel dieser Welt geht, an die feilgebotenen Flaschen und Essenzen, und entweder merkt, der Durst wird nur größer und man wird verrückt an diesem Durst, oder man verätzt sich die ganze Oberfläche der Seele wie eine versiegelte Oberfläche, sodass gar nichts mehr hineinkommen kann. Sie verkümmert. Oder aber wir stellen uns dem Durst und öffnen uns mit diesem Seelendurst den frischen Quellen, die Gott für uns bereithält. Es ist für unsere Zeit kein gutes Zeichen, wenn wir meinen, wir nehmen das, unser Altes Testament in Schutz und werten es auf, wenn wir sagen, wir dürfen das nicht verstehen als Prophetie auf Christus hin. Ich frage mich, wie das die ersten Christen, deren Heilige Schrift es ja war, die alle Juden waren. Sie konnten Christus überhaupt nur durch diese Schrift verstehen, weil sie sie von Anfang an prophetisch verstanden haben, weil sie bei jedem Wort, bei jedem Psalm, weil ihnen etwas Neues aufging. Sie waren Zeitgenossen Jesu. Fangen wir bei den Aposteln an, bei Maria, den Evangelisten. Sie haben etwas erlebt, das sie vielfach gar nicht verstehen konnten. Und im Verständnis, in diesem österlichen Geschenk Jesu, er schenkte ihnen, er öffnete ihnen den Sinn für das Verstehen der Schriften. Das ist doch genau das. Er öffnet ihre Seele, ihre durstige Seele, dass sie endlich verstehen, worum es geht. Dass sie eine Vorstellung von dem bekommen, was da gerade abgeht. Und wer der ist, der zu ihnen spricht. Und erst dann können sie ihn erkennen. Wenn wir uns das bei allen edlen Motiven, die dahinter stehen mögen, bei unseren heutigen Schriftgelehrten, wenn wir das einfach kappen, und das wird auf vielen Lehrstühlen so gelehrt, dann enthalten wir den durstigen Seelen von heute den frischen Trunk Gottes vor. Sie haben den Willen Gottes missachtet, sagt Jesus sehr scharf. Das ist nicht begrenzt auf die damaligen Schriftgelehrten. Es gilt auch für die heutigen.